Damen und Herren, gleich werden Sie erleben, wie man viel gewinnen und wieder verlieren kann. Mit Wim Tölke. Dankeschön. Vielen Dank. Guten Abend hier im Studio in Berlin, guten Abend daheim. Ich sehe, Sie sind alle gut in die letzten 25 Jahre des 20. Jahrhunderts gekommen. Bei mir sitzt der Anzug noch ein bisschen eng, verflixt nochmal. Man isst ja auch zu viel an den Feiertagen, nicht? Wenn ich die ganze Zeit die Luft nicht anhalten kann, sehen Sie mir diese Falte hier bitte nicht nach. 1975 soll ja das Jahr der Frau werden. Jetzt können die Frauen endlich mit voller Berechtigung Wagen waschen, im Garten arbeiten, Schuhe putzen. Aber ich finde, man sollte gar nicht so viel auf der Gleichberechtigung der Geschlechter rumreiten. Man sollte vielmehr auf die wunderschönen kleinen Unterschiede hinweisen. Nicht? So kann man zum Beispiel Damen ja viel eher als Männern mit einem kleinen Blumenstrauß eine Freude bereiten. Vor allem, wenn Sie den Blumenstrauß nicht erwarten. Denken Sie mal dran, meine Herren. Dann wird 1975 wirklich ein gutes Jahr der Frau werden. So, und nun hoffe ich, dass es auch ein gutes Jahr für die Aktion Sorgenkind wird. Sie erinnern sich, wir hatten beim letzten Mal den Rekord der Rekorde zu vermelden. So groß war die Einnahme unserer Lotterie. Aber dann kam Weihnachten, Silvester, wo man jeden Groschen selbst braucht. Was glauben Sie wohl, was glauben Sie, meine Damen und Herren, hier im Studio wohl, wie viel wir diesmal eingenommen haben? 1 Million? 2! Ja, Sie sind gut, Sie gehen ran. 3 Millionen? 4! Solche Optimisten, Junge, Junge, Junge. 5 Millionen? 6! Woher wussten Sie das? 6 Millionen, stellen Sie sich vor. 6 Millionen, genau 174 Mark und 567. Das sind 131.000 Mark und ein paar Pfennige mehr als beim letzten Mal. Ein neuer Rekord. Dementsprechend viele Preise werden ausgegeben und dementsprechend groß ist die Freude der Sorgenkinder. Wir freuen uns aber auch über Beate. Guten Abend, Beate. Beate bringt gleich die Unterlagen für den ersten Kandidaten mit. Wir werden also jetzt erfahren, wer heute Abend gegen unsere berühmte, inzwischen bereits berühmte Championissima antritt. Es ist... Das ist Herr Dr. Dieter Knut. Herr Dr. Knut ist Lehrer von Beruf und unterrichtet am Gymnasium in Braunschweig. Außerdem hat er sehr viele Hobbys, mit denen er sich intensiv beschäftigt. Mit einem stellt er sich heute Abend bei uns vor, mit der Geschichte des Jazz. Guten Abend, Herr Dr. Knut. Herr Tölke. Er hat schon seinen richtigen, festen, vertrauensvollen Händedruck. Aber das nenne ich Mut, Herr Knut, als Lehrer, sich in einer Sache in die Öffentlichkeit zu trauen, bei der man durchaus auch schon mal Kenntnislücken offenbaren kann. Was hat Sie veranlasst? Gucken doch jetzt alle Schüler zu, oder nicht? Oh ja, 100% bei der Rabe-Schule Braunschweig. Fordert das Sie jetzt? Ja, sehr. Gibt Ihnen Kraft, Schlagfertigkeit? Kraft und Freude, ja. Also ich rechne mit 3 richtigen Antworten. Mit 3 richtigen Antworten? Von 5, ne? Ja, das ist aber schon ganz gut, 3 richtige Antworten. Weil, 5. Damit könnten Sie durchaus zufrieden sein, ja. Wir haben für Ihr Fachgebiet einen ausgezeichneten Experten im Studio, Herrn Joachim Ernst Behrendt, einen der ersten Fachexperten für Jazz in der ganzen Welt. Der Behrendt ist Autor, Schallplattenproduzent, hat das meistverkaufte Jazzbuch der Welt geschrieben, mehr als 1 Million Auflage in vielen Sprachen. Namens der Behrendt. Herr Behrendt, sagt man nun eigentlich Jazz oder Jazz? Was ist richtig, damit man sich gleich blamieren? Wie einer will. Namen sind, glaube ich, sowieso Schall und Rauch. Sie können zum Beispiel sagen, Jazzer, Jazzen, Jazz. Aha, also so tolerant wie die Musik ist auch die Aussprache derselben, ja? Prima. Ich denke schon. 5 Fragen zu Ihrem Fachgebiet. Jede richtige Antwort wird mit 200 Mark auf Ihrem Konto niedergeschlagen. Also im positiven Sinne niedergeschlagen. Jede falsche Antwort verändert nichts, außer dass Sie die 200 Mark nicht haben. Das Geld der ersten Runde kann man auf jeden Fall mit nach Hause nehmen, egal wie schwach man in der zweiten oder dritten ist. Hier ist die erste Frage.
Wir zeigen Ihnen einen älteren Film mit dem Orchester Duke Ellington. Wie heißt der Titel, der in diesem Film gespielt wird? Das ist ein ganz berühmter Titel. Mhm. Viele Zuschauer werden ihn vom Hören kennen. Das ist von Billy Strayhorn, Take the A-Train, die Erkennungsmelodie von Herrn. Aber sicher, ja. Take the A-Train. Nimm die Linie A, heißt das praktisch. Frage Nummer zwei. Mit welchem Musiker verbinden Sie die Schallplattentitel Cool Blues, Hot Blues, Ornithogoly und Bird of Paradise? Mit welchem Musiker? Mit welchem Musiker? Ja, Charlie Parker. Aber sicher, einem der berühmtesten Jazzmusiker, die es überhaupt je gab. Das sind ja schon 400 Mark, Herr Dr. Knut. Also jetzt käme die dritte richtige Antwort, dann hätten Sie Ihr Soll bereits erfüllt. Sie hören jetzt die Aufnahme eines sehr berühmten Tenorsaxophonisten, der Ende der 50er Jahre große Bedeutung gewann. Wie heißt der Musiker? Sein rauer, rissiger Ton. Hätte ich schon wissen können, ich sagen. Ich nehme an, dass das Sonny Rollins ist. Sie haben richtig angenommen, Sonny Rollins. Heute ist die ganze Jazz-, Rock- und Popmusik der Welt voller Blues. In den 50er Jahren war das nicht der Fall. Welcher Sänger und Pianist hat damals den Blues in das Allgemeinbewusstsein zurückgeholt? Ray Charles. Der blinde Sänger und Pianist Ray Charles, das stimmt auch. Wenn Sie jetzt die fünfte Frage auch richtig beantworten, haben Sie die Idealzahl von 1000 Mark erreicht. Wer hat in den 50er Jahren die Orgel als Jazz-Instrument durchgesetzt? Jimmy Smith. Mehr war wirklich nicht zu erreichen. Kompliment, das war ein sehr guter Start. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz stacheligen Thema. Und zwar ist der nächste Kandidat Herr Otto Fechner aus Enningerloh. Er ist kaufmännischer Angestellter und er stellt sich eben mit diesem stachligen Thema vor, nämlich mit dem Thema Kakteen. Namt Herr Fechner. Wie kommen Sie ausgerechnet auf das Thema Kakteen? Das weiß ich selbst nicht. Na? Haben Sie denn selbst welche? Ja. Wie viele? 5.000, 6.000, 7.000. Ich habe sie nicht gezählt. Wo haben Sie die denn? Im Gewächshaus. Haben Sie so ein großes Gewächshaus, dass Sie so viele... Nein, es gibt ja auch kleine, es gibt ja Sämlinge. Man kann ja von Samen Kakteen ziehen. Ja, da wird es Ihnen ja wahrscheinlich ganz leicht fallen, was ich jetzt frage. Obwohl man ja, was man weiß, ist leicht, was man nicht weiß, ist schwer. Die alte Geschichte ist immer wieder erlebt bei solchen Sendungen. Experte für Kakteen ist Herr Dr. Bartlott vom Institut für Systematische Botanik der Universität Heidelberg. Namen Herr Dr. Bartlott. Guten Abend, Herr Töge. Herr Bartlott, ich habe vor kurzem mal gelesen, dass Pflanzen also auch Gefühlsempfindungen haben sollen. Nicht? Irgendeiner hat gesagt, Mensch du, es geht mir gar nicht gut, mein Philodendron ist ganz sauer auf mich. Gibt's sowas? Halten Sie das für denkbar? Ich glaube das nicht, da gibt's absolut keine Beweise dafür. Man hat Messungen mit EEGs, mit Elektroenzephalogrammen, ähnlich wie bei Gehirnpotenzialen gemacht, aber das kein Beweis für irgendwelche Gefühle von Pflanzen. Herr Fechner? Fünf Fragen zum Thema Kakteen, jede richtige Antwort, wie Sie bereits wissen, 200 Mark. Ich sage nur korrekterweise noch, jede falsche Antwort muss Sie nicht stören und das Geld, das Sie hier gewinnen, können Sie mitnehmen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war es eine ausgesprochene Modeerscheinung, Kakteen zu sammeln. Wann kamen denn die ersten Kakteen überhaupt nach Europa? Wahrscheinlich mit Kolumbus, 1492, von den Westindischen Inseln. Ja, richtig. Also man weiß es nicht genau, man nimmt es nur anders. Ja, ja, also ab von Kolumbus an gibt es Kakteen in Europa. Das ist völlig richtig beantwortet. Ich finde das sehr nett von Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Studio, dass Sie gerade in dieser kritischen ersten Startphase die Kandidaten so kräftig unterstützen. Denn das gibt das Selbstvertrauen, mit dem man dann
wenn man schon ein bisschen eingefahren ist, mit Ruhe in die Sendung geht, gell? Frage Nummer 2. Kakteen als Handelspflanzen sind heute für jedermann erschwinglich. Das war aber früher nicht immer so. In einem berühmten Fall wurde im 19. Jahrhundert für eine Pflanze ein Preis bezahlt, der höher war als deren Eigengewicht in Gold. Was, ja, um welchen Kaktus das, hat es sich dabei gehandelt? Das war Areocarpus cochobeianus. Er brachte $200. Der Mann weiß das ja alles. Ein ganz seltener Kaktus, der wurde aus Mexiko eingeführt und für $200 nach Frankreich verkauft. Das war mehr als das Gewicht in Gold wert war. Frage Nummer 3. Kugelkakteen differenzieren sich in ihrem Durchmesser außergewöhnlich, also sind sehr unterschiedlich groß. Welcher Gattung gehören die kleinsten und welcher die größten Kugelkakteen an? Die kleinsten Kugelkakteen sind Blosfeldia, die Gattung Blosfeldia. Die größten Kugelkakteen Echinocactus und Ferrocactus. Ja, das stimmt auch. Wir haben so einen ganz kleinen da, nicht? Herr Dr. Yes, Bartler, zeigen Sie mal. Ist das ein junger, oder? Nein, der ist völlig ausgewachsen. Dieses kleine Stüppchen da ist ein ausgewachsener Kaktus. Ja, toll. Wird nicht größer, ist gesund und munter. Gesund und munter. Na, soll er nett den Abend mit uns verbringen. Prima, grüßen Sie ihn herzlich. Ich habe immer früher gedacht, Kaktus ist die männliche Form, nicht? Und Kaktee ist die weibliche, ist die Dame der Pflanze. Aber stimmt gar nicht, nicht? Kaktus ist die Einzahl und Kakteen ist die Mehrzahl. Frage Nummer 4. Von welcher Tiergruppe werden bestimmte Kakteenblüten noch bestäubt, außer von Insekten und Vögeln? Also von welcher Tiergruppe werden, außer von Insekten und Vögeln, Kakteen in der Natur noch bestäubt? Von weidenden Tieren durch die Berührung. Nee, da würden sich natürlich fürchterlich in den Schwanz gestochen fühlen, die weidenden Tiere, nicht? Bei Kakteen. Fledermäuse. Es gibt Fledermäuse, nicht? Fledermäuse, die an diesen Säulenkaktus herankommen. Auf ganz, gell? Das war mir nicht bekannt. Nee? Ja, es ist schön, bei einem Experten mal eine Lücke zu entdecken. Ist doch gar nicht schlimm. Frage Nummer 5. Es gibt eine Kakteenart, die ein Rauschgift, Mescalin, enthält. Wie heißt sie? Er heißt Lobophora williamsi. Ja, in richtig. In der indianischen Sprache PJ. Auch gut. Und wie sagen die Deutschen dazu? Schnapskopf. Ja, da. Dankeschön. Ich muss noch hinzufügen, es gibt also Mescalin nicht in den Deutschland vorkommenden Kakteen, nur in ihren Ursprungsländern. Hier fehlt die UV-Strahlung, damit keiner so anfängt, jetzt Kakteen zu kaufen und dann Mescalin zu suchen. Ja, nun begrüßen wir unsere Championissima, die bereits zweifache Siegerin der Sendung, die inzwischen wirklich schon populäre und beliebte Ingrid Nürnberg. Namen voller Nürnberg. Sie sehen so kess aus heute. Sagen Sie mal, neue Frisur? Ja, ich dachte mal was anderes, nicht immer das Gleiche. Ja, die Sendung soll ein bisschen Abwechslung haben, nicht? Ja. Wenn ich schon immer im selben Anzug da stehe. Wie war es in der Zwischenzeit? Ist Ihnen jetzt leichter beim dritten Mal? Haben Sie das Gefühl, doch, jetzt bin ich jetzt auch schon alter Fernsehstar. Ich meine, ein junger, aber inzwischen erfahrener Fernsehstar, oder? Es wird jedes Mal schwieriger. Ja, inwiefern? Ja, ich weiß nicht, ich werde immer jedes Mal nervöser. Haben Sie nicht gut geschlafen die letzten Tage? Oh nein. Ganz und gar nicht. Das war schlimm. Ja, aber sind Sie ja in besonders guter Form. Wissen Sie, so auch Rennpferde müssen ein bisschen nervös sein vorher. Das macht sie schnell, nicht? Gell? Dann fangen wir mal an. Zum Thema Charlie Chaplin haben wir ja unseren Experten Jo Hembus im Studio, den die Zuschauer inzwischen auch alle schon kennen. Namens der Hembus. Finden Sie immer noch neue Fragen zum Thema Chaplin? Ja, der Vorrat geht nicht aus. Das können wir noch jahrelang weitermachen. Ja. Bin ich unbesorgt. 200 Mark für jede richtige Antwort, Frau Nürnberg. Ja. Hier ist die Frage Nummer 1. Ein Ausschnitt aus dem Film The Idle Class, die feinen Leute. Habe ich heute gerade gesehen. Haben Sie heute gesehen? Ja. Glück hat das Mädchen auch noch. Dann werden Sie die Frage sicherlich auch beantworten können, die ich dann stellen muss. Hoffentlich. Wenn wir den Filmausschnitt gesehen haben.
In welchem Jahr wurde dieser Film uraufgeführt? Uraufgeführt? 1900... Muss eigentlich 22 gewesen sein. 21 oder 22, bin ich ganz sicher. Ich tippe Entscheiden auf Sie 22. Sich. Haben Sie leider falsch getippt. 21. Am 25.09.21. Aber die war so nah dran, nicht? Weil Sie ihn heute noch gesehen haben, kam er Ihnen jünger vor, nicht? Was spielt Charlie Chaplin in diesem Film? Er spielt erstmal den Tramp und dann spielt er doch den, den Säufer-Ehemann von Edna Purviance. 200 Mark sind schon mal da. Nennen Sie einen anderen, vor The Idle Class entstandenen Film, in dem Chaplin eine Doppelrolle spielt. Ho, ho, ho. Das war er nicht. Oh, das weiß ich, aber ich komme nicht drauf. Moment. Jetzt müssen wir diesen Moment allmählich beenden, so ja, schön und reizvoll er ist. A Night in the Show. Natürlich. Na? Wissen Sie, was er da spielte? Ja, da spielte er einen Rowdy oben in den Dingsbums und dann spielte er dann unten einen betrunkenen, feiner Herr. Ja, Mr. Rowdy und Mr. Best, genau. Ne? Schade. Ach. Frage 4. Chaplin beherrschte viele Sportarten meisterlich. Nennen Sie einen Film, in dem er Rollschuh läuft und einen Film, in dem er im Boxring steht. Well, The Ring, da spielt er Rollschuh, auch Modern Times und dann in City Lights, Boxster und auch The Champion. Absolut in Ordnung. Wieder 200 Mark. Jetzt kommt sehr auf die Formulierung der Frage an. In welchem Film, den Charlie Chaplin sozusagen im Alleingang bestreitet, beschränkt er sich völlig auf die Darstellung der Trunkenheit? Das ist 1 a.m. 1 a.m., ja, 1 Uhr nachts. Das sind 600 Mal. Ja. Sehen Sie mal, der Champion startet also jetzt mit 600 Mark. Und wir haben eine wunderschöne Staffelung. 800 Mark hat Herr Fechner, 1000 Mark hat Dr. Knut. Das wird ein interessantes Spiel werden. Und jetzt schauen wir zu, wie Walter Spabier zunächst mal die Gewinnzahl der Lotterie, des großen Preises, ermittelt. Wir müssen ja 25% der eingezahlten Gelder nach dem Gesetz als Preise wieder auswerfen und wir tun das gern. Also die Glückszahl ist 8914. Wenn Sie die Ziffern 8914 als letzte auf dem Ihrem Einzahlungsabschnitt stehen haben, und zwar da, wo die Registrierzahl steht, haben Sie 1000 Mark gewonnen. Wenn Sie nur 914 da stehen haben, haben Sie 100 Mark gewonnen. In jedem Falle aber ist der Gegenabschnitt hier in diesem Glückswürfel. Lieber Walter Spabier, guten Abend. Guten Abend, Herr Töke. Ich begrüße auch Herrn Dr. Nahlbach, den Aufsichtsbeamten. Lieber Walter Spabier, wie viele Preise geben wir heute Abend aus? Heute Abend geben wir 2075 Preise a 100 Mark, 217 a 1000 Mark, prima. 31 a 10.000, klasse. Und 8 a 100.000. Das ist ja ungeheuer, 8 a 100.000 Mark. Ich hoffe, dass Sie dabei sind. Dann brauchen wir natürlich jetzt einen Mann, der es wirklich vielen anderen Menschen Freude und heute Abend auch ganz besonders Glück bringen muss. Und ich glaube, wir haben auch den richtigen, einen der großen Schauspieler, die es in unserem Lande gibt. Ich freue mich auf Rudolf Platte. Guten Abend. Wie geht's denn? Danke sehr. Ja. Erziehen wir die Sendung. Ja. Zwei Kohlenfötter jetzt hier nebeneinander. Nicht? Ja, sind, ja, sind aus Dortmund, gell? Ja, aus Hürde sogar. Aus Hürde? Noch viel schlimmer. Ist noch schlimmer. Ja. Ist doch schön, ja. Auch die Gegend da unten. Lieber Rudolf Platte, was kann Sie ärgern? Oh, das ist aber gleich eine Frage. Nicht? Also eigentlich sehr wenig. Sind Sie so ein lustiger Geselle wie in Ihren Nein. Filmen? Sie sind ja ein ganz ernster Schauspieler, aber vielen Millionen Menschen auch als Komiker, auch der ja, ganz ja. leichten Muse bekannt. Der leichtesten sogar, ja. Nein, also ärgern, mich ärgert sehr wenig. Ja, ich weiß, was mich ärgert. Hm? Im Sommer Mücken fliegen. Das ist... Oh. Das ist etwas,
Was mich wirklich ärgert, man freut sich über einen schönen Sommertag, legt sich hin und schon sind die Ameisen da, sind die Fliegen da, sind die Mücken da. Und wir haben so wenig schöne Sommertage, nicht? Eben. Sie haben lange jetzt Raub der Sabinerin gespielt, nicht? Ja, ja. Wie viel Mal? 400 und so viel. Über 400 Mal? Ja, ja, weit über 400 Mal. Hat man so eine Rolle hundertprozentig im Kopf? Oh ja, das ja, ja schon. Ja, wenn ich also jetzt, im Leib. Ja, im ja, Leib. Ja. Ja, wenn ich jetzt sage, sagen Sie die letzten Sätze Ihrer Rolle als Strise. Nein, das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nein, nein, weiß ich nicht. Auch den Anfang nicht im Moment. Da muss ich nun schon, nein, das wüsste ich wirklich. Man muss sich da richtig reinspielen, ja, nicht? Ja, ja, das muss man. Ja, das wollte ich nämlich mal testen. Wir haben ja, ja überhaupt nicht abgesprochen vorher. Kommen Sie jetzt nicht drauf? Nein, nein, nein. Nein, nein, komme ich nicht drauf. Dann lesen wir es alle nach oder schauen Sie es an. Nein, nein, nein. Wir müssen schnell hier unsere Glückszahl ja ermitteln. Oh, jetzt habe ich Angst. Beate, Dr. Nalbach, Herr Sparbier, Rudolf Platte. Die Beate wird Ihnen, warum haben Sie Angst? Ich hab, ja, wenn ich nur meine eigene Sache ziehe. Ja, haben Sie mehrmals ja, eingezahlt. Mehrmals. Ja, ja. Ich aber dann glaubt mir doch keiner, dass ich ein schiefes Ding wir werden einen Weg finden, das hier öffentlich zu spenden dann, nicht? Ja, ja. Beate wird Ihnen die Augen verdichten, verdunkeln. Und wir ziehen zunächst viermal 800.000 Mark Gewinner hintereinander, aber nach vier machen wir eine kleine Pause. Dr. Nalbach prüft die Geschichte. 100.000 Mark gehen an Helene Bertinat in 7 Stuttgart 1 und nochmal 100.000 Mark an Margret Wörsdorfer in 5431 Beirut. 100.000 weitere Mark an Erich Preller in 5452 Weißenturm, das ist bei Koblenz, wenn ich nicht irre. Und die vierten 400.000 Mark gehen an Eldorado oder was weiß ich, Stutzmann in 68 Mannheim 33. Herzlichen Glückwunsch! So, Sie ziehen jetzt noch 400.000er und 31 10.000er. Wir veröffentlichen das so im Verlauf der Sendung dann. Dankeschön und derweil kann ich unsere Cockpit-Besatzung vorstellen. Sie kennen ja die Damen schon, Janita und Silvia, die unsere, namens Janita, namens Silvia, die unsere Rechencomputer bedienen und ungeheuer aufpassen müssen. Unsere Protokollführerin Sigrid Müller, auch mit neuer Frisur, wie ich sehe. Hä? Die Damen sorgen für Abwechslung. Oberschiedsrichter Eberhard Gläser, guten Abend, Herr Gläser. Und dann vorn Marianne, die unsere Multivisionswand bedient. Und die Multivisionswand ist heute programmiert mit den Begriffen Schlösser, Post, Heiteres, Pferde, A bis Z und Geräusche. Und natürlich auch mit einer Menge Geld, das zu gewinnen ist durch unsere Kandidaten. Sie daheim wissen ja, Sie können mitraten, bei uns immer mitraten. Und Sie müssen es fast wissen. Denn Sie sollen ja jetzt mit den Begriffen einen Preis verbinden, sollen dann die sich daraus ergebende Frage beantworten. Wenn Sie das richtig tun, ist das Geld das Ihre. Wenn Sie es nicht tun, wird es Ihnen abgezogen. Sie dürfen aber nur dann antworten, wenn Sie vorher auf den Mikrofonknopf gedrückt haben. Wir machen eine kleine Probe. Herr Fechner, darf ich Sie bitten, einmal auf Ihren Mikrofonknopf zu drücken? Dann muss das gelbe Licht bei Ihnen aufleuchten. Klappt auch sehr schön. Die Gegenprobe, Fräulein Nürnberg, Herr Dr. Knuth, bitte auch auf den Knopf zu drücken. Da darf nämlich nichts passieren. Ist richtig, die anderen sind dann ausgeschaltet. Und nun kann es losgehen. Herr Knuth, Sie haben das größte Kapital aus der ersten Runde mitgebracht. Sie haben auch die erste Wahl. Schlösser 80. Ja, wir sehen dazu jetzt einen Wochenschau-Ausschnitt aus dem Jahr 1936 mit Originalton. Eines der edelsten Bauwerke spanischer Geschichte wurde wenige Stunden nach Aufnahme dieses Bildes durch die Kommunisten in die Luft gesprengt. Tausende von Menschenleben, darunter Frauen und Kinder, fielen dem Mordanschlag zum Opfer. Die eingeschlossenen Kadetten hatten 2 Monate lang jeden Angriff abgeschlagen. Sie sind unbesiegt als Helden gefallen. Und Nationalhelden sind Sie immer noch in Spanien und das alte Schürteschloss ist immer noch ein Nationaldenkmal auch für die Spanier. In welcher Stadt steht es? Alcázar steht oberhalb von... Das ist die Frage, ja? Ja, Granada. Das hört sich sehr schön an, ist aber falsch. Die Frage ist wieder frei. Herr Fechner? Oberhalb von Sevilla. Ist auch sehr schön und trotzdem falsch. Fräulein Nürnberg? Sie haben auch nicht, ich weiß, Sie hat auch gar nicht auf Ihren Knopf gedrückt. Steht oberhalb von Toledo. Trotzdem, Herr Dr. Knuth, Sie können weitermachen. Ich riskiere noch mal Schlösser 60. Risiko. Sie haben 920 Mark auf Ihrem Konto, 720 Mark hat der Fechner und 600 Mark Fräulein Nürnberg. Wie viel riskieren Sie? Ich riskiere 300. Ja, das ist ein Wort. Eine zweiteilige Frage.
mit einem Filmausschnitt. Wir haben zuverlässige Nachricht, dass sich der entkommene Banditenhäuptling hier in Ihrem Schloss aufhält. Hier muss er sein. Hier ist er drin. Endlich, du kommt dieser Biest vor Gericht. Los, du Taxa! Also, hier ist er da! Nicht. Oh, pardon, Comtesse. Aus welchem Film stammt der Ausschnitt und wie heißt das Wasserschloss, das wir gesehen haben? 30 Sekunden Zeit haben Sie. Das ist das Schloss Mespelbronn. Der Film ist nach dem Hauff-Roman, ein sehr schöner Film, das Wirtshaus im Spessart. Richtig. Machen Sie ruhig weiter. Oh, Entschuldigung, Schlösser 40. Sie kassieren die Schlösser ab, nicht? Sie sehen ein Gemälde von Adolf von Menzel. Die Unschärfe ist vom Meister Menzel selbst. Also nicht an den Fernsehgeräten rumdrehen, meine Damen und Herren. In welchem Schloss fand dieses Flötenkonzert statt, Herr Fechner? Schloss Sanssouci. Das war Sanssouci und Friedrich der Große war der Flötist. Bitte, Herr Fechner. Pferde 60, bitte. Wie heißt das berühmte, edle, unvergleichliche Pferd von Karabanemsi, dem Karl May in seinem Roman Der Schutt ein eigenes Kapitel gewidmet hat? Ich glaube, das Pferd heißt Ri. Das heißt so, ja. Post für 60, bitte. Was war Post 60? Ja. $500, Glücksfrage. Sie haben jetzt wieder richtig zugegriffen. Post 60. Ja, nun mach doch das Bett in der Kammer zurecht, komm. Ja, ja, Beste ist schwitzen. Was? Schwitzen, tüchtig schwitzen, das hilft immer. Schwitzen ist das aller... Ich sage dir, durch den Schweiß kommt ja das ganze Gift aus dem Körper, sag ich. Also, oder wovor du warst, ich habe einmal die Ruhe gehabt, sag ich. Ah, sowas von Schwitzen. Heiliger Ivan von Novgorod. Also sowas, so ist mir das Wasser. Den ganzen Leib runtergelaufen, bis in die Stiefel. Fallen doch zwei Tropfen auf den Erdboden, zwei Tropfen auf den Erdboden. Kommt doch eine Ratte gelaufen, oder wovor du warst. Leck diese zwei Tropfen. Leck diese Tropfen. Wälzt sich, zuckt nochmal, ist tot. Diese beiden Tropfen, das ganze Gift war in diesen beiden... Ich kann nicht schwitzen. Der Film Der Postmeister mit Heinrich Georg in der Hauptrolle wurde nach einer russischen Novelle gedreht. Wie heißt der Dichter, der die Novelle schrieb? Da muss ich passen. Wir geben die Frage weiter. Puschkin. Alexander Puschkin, $500 sind auf Ihrem Konto. Dann 10.000 Mark sind auf dem Konto von 8 Gewinnern unserer Fernsehlotterie zugunsten der Aktion Sorgenkind. 10.000 Mark für Frau Emma Klusmann, 3 Hannover. Und die nächsten 10.000 Mark an Herrn Ernst Hoffmann in Züttlingen. Hermann Franziska, 8 München 80, hat ebenfalls 10.000 Mark gewonnen. Und um 10.000 Mark reicher ist Herr Manfred Zoller in Köln. Lorenz Hopf ist Gewinner, er wohnt in 8621 Ebensfeld. Die nächsten gehen an Herrn Werner Eckert in Lauf. Helmut Harbour hat gewonnen, 2107 Rosengarten 8 ist seine Adresse. Und die 18.000 Mark gehen an Herrn Reinhold Geist in Kleinostheim. Herzlichen Glückwunsch. So, der Rubel rollt, Herr Fechner. Post 100, bitte. Mit dieser Briefmarke erinnert die Deutsche Bundespost an ein Geschlecht, das von 1615 bis 1867 den Reichserbgeneralpostmeister stellte. Wie heißt dieses Geschlecht, Herr Dr. Knuth? Das Geschlecht heißt von Thurn und Taxis. Das ist richtig. Das sind die Leute, die heute im Fürsten von Thurn und Taxis, die ganz wesentlich das europäische Postwesen mitbegründet haben. Bitte schön. Schlösser 100. Risiko. 1120 Mark sind auf Ihrem Konto, 1260 hat der Fechner und 600 voller Nürnberg. Wie viel riskieren Sie? 300. Wer schrieb den Roman Schloss Gripsholm und wo liegt Schloss Gripsholm? Schloss Gripsholm liegt am Mälarsee in Schweden und der Roman stammt von Kurt Tucholsky. Die Aussage ist auch in den Einzelheiten völlig richtig. Sie können die Sache weiter betreiben, Herr Dr. Knuth. Na ja, dann 20 Schlösser, ne? Haben wir keine mehr, nicht? Wie heißt diese Brücke, die vom Dogenpalast in Venedig zu den berüchtigten Bleikammern führt?
Fräulein Nürnberg. Das weiß ich, aber da komme ich nicht drauf. Sagen Sie es in Englisch. Nicht zu machen, Herr Dr. Knut. Die Altobrücke. Nein. Herr Fechner? Die Seufzerbrücke. Ja, jetzt müssen wir Herrn Fechner das anerkennen, obwohl sein Licht nicht leuchtet. Ich habe also deutlich vernommen, dass er seinen Mikrofonknopf gedrückt hat. Gell? Das war nur ein technisches Versehen in der Sendung. Die Seufzerbrücke ist richtig und das Kapital ist auf Ihrem Konto. Post 80. Wie bitte? Post 80. Das ist Risiko. 1260 Mark. Sie sind auf dem zweiten Platz im Augenblick. 1620 Mark hat der Dr. Knut und 600 Mark Fräulein Nürnberg. 660 Mark. 660 Mark. Wir schalten um nach London. Hier spricht London, hier spricht London. Wir bringen Nachrichten aus Übersee. Ladies and Gentlemen, vor wenigen Minuten hat die britische Admiralität den Inhalt dieser Flaschenpost zur Veröffentlichung freigegeben. Ein Schwellsegler der Handelsflotte hatte aus Chile kommend die in der Südsee treibende Post entdeckt und an Bord genommen. Heute Morgen wurde sie der Londoner Hafenbehörde übergeben. Aber nun zum Inhalt. Ich bin schottischer Abstammung. Ich tat meinen Dienst auf einem britischen Beutesegler. Es gab Streit. Der Captain ließ mich aussetzen. Ich lebe jetzt auf einer Insel im stillen Ozean an die 1200 Seemeilen westwärts der Küste von Chile. Es gibt in Sichtweite noch andere Inseln. Meine Insel ist wohl die größte. Ich nenne sie Maf a Tierra, weil sie am weitesten zum Festland liegt. Man hat mir Waffen und Gerät gelassen. Wasser gibt es auch. Ich hoffe auf meine Rettung. Möge diese Nachricht den Weg durch Meere und Stürme in die rechten Hände finden. Darum flehe ich zu Gott. Alexander Selkirk, im September 1704. Wie uns die Admiralität weiter unterrichtet, hat sich Captain Wood Rogers, der zurzeit mit seinem Segler Duke in dem fraglichen Seegebiet kreuzt, dankenswerterweise bereit erklärt, nach dem Einsiedler Ausschau zu halten. Möge sein Bemühen von Erfolg gekrönt sein. Ladies and Gentlemen, hier spricht London. Hier spricht London. Wir brachten Nachrichten aus Übersee. Das war so die Geschichte eines englischen Matrosen, der einige Jahre auf einer einsamen Insel verbrachte. Danach ist ein berühmter Abenteuerroman geschrieben worden. Erster Teil der Frage, wie heißt dieser Roman? Zweiter Teil, wer hat ihn geschrieben? Sie haben 30 Sekunden Zeit. Der Roman heißt Captain Crusoe. Der Autor. Schade, nicht? Ja, es geht um den Captain Selkirk an den Juan Fernandes-Inseln. Der Autor ist, Augenblick, ich komme vielleicht noch drauf. Noch 10 Sekunden. Noch 5? Da. Schade. Sie waren ja ganz kurz davor, nicht? Es war zwar nicht Captain Crusoe, sondern Robinson Crusoe. Das wäre also auch nicht ganz richtig gewesen. Und Defoe ist der... Daniel Defoe. Der Autor, nicht? Sie waren schon, bei da waren Sie schon. Das Faux hat Ihnen noch gefehlt. Nun haben Sie da 600 Mark, genau wie Fräulein Nürnberg und der Dr. Knut führt mit 1620 Mark und macht jetzt auch weiter. Heiteres 40. Zieh nicht an. Das ist ganz schön, Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Fanfaren der Liebe mit Georg Tomalla und Dieter Borsche. Er erzählt die Geschichte zweier arbeitsloser Musiker, die versuchen, sich in Frauenkleidern einen Job in einer Damenkapelle zu besorgen. Ich bin hier nicht. Schau mal. Das kann doch nicht sein. Nee. Guck mal. Das stimmt nicht. Oder vielleicht hier doch. Da. Ja? Nein. Aber da. Hier. Ja, du musst doch. Du musst hier durch das Ding. Da, durch das Loch. Ah, oh, Belager! Nicht doch! Guck mal, das tut doch weh. Den Arm. Den Arm. So sitzt das doch. Ja, wie komme ich denn da an den Bass ran? Bin doch ganz. Wo komme ich doch? Nicht doch ganz. Du schau doch, das kann doch nicht. Ja, wir sind sofort fertig. Ich nicht. Los, beeil dich. Doch, beeil dich. Ja, in 3 Minuten. Ach, 3 Minuten. Los. 3 Tage dauert das.
Ein Riesenerfolg damals, ein Fahnen der Liebe. Und der amerikanische Regisseur Billy Wilder, ein Wiener, hat einige Jahre danach über denselben Stoff einen amerikanischen Film gedreht, der ein ganz großer Erfolg für Marilyn Monroe wurde. Wie heißt der Titel dieses Films? Der hieß auf Englisch Some Like It Hot, auf Deutsch Manche mögen's heiß. Mhm. 40 Mark. Ja, ja. Heiteres 100, bitte. Halt's Maul, du Hund, 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 halt's Maul, du Fräulein nicht längst ihren Haushofmeister Malvolio gerufen hat, um euch hinauszuwerfen, lasse ich mich aufhängen. Das gnädige Fräulein ist ein Chinese. Wir sind Politiker und Malvolio ist eine Schleiereule. Das war ein Ausschnitt aus der Shakespeare'schen Komödie Was ihr wollt. Die Frage lautet, welche Rolle spielte Helmut Lohner, der blonde Schauspieler? Der Junker Bleichwank. Er war es, der Junker Bleichwank, ja? Heiteres 80, bitte. Sie hören jetzt einen Dialog im Fahrstuhl. Ein Herr, ein bekannter Mann, spricht sämtliche Stimmen. Achten Sie also genau auf jede Einzelheit. Mann, oh Mann, wo bleibt denn der Bonzenheber? So ein scheiß Fahrstuhl, Mensch. Wäre ich nicht so faul zum Laufen, würde ich ja nicht warten auf den Proletenbagger. Ach, je, ist der Ding voll. Na, ich mach mal dünne. Einen Moment mal. Aber manche, das ist gar nicht zulässig. Hauptsache, der Tier geht zu, wa? Ich kenne Sie nicht lesen. Da steht doch nicht mehr als 4 Personen. Wer weiß, vielleicht bin ich hohl, wa? Außerdem sind wir ja bloß 4. Ja, Herrschaft, Sabreis, Elendiger, Sie mit Ihrem Gehabe. Einen Mann haben Sie in die Ecken gedruckt, Homs. Ja, mein. Ja, was ist noch das? Oh, das ist ja furchtbar, das ist ja alles furchtbar. Ich mit meiner Klaustrophobie. Ein Klaustro, was haben's? So ein Theater. Und ich sehe nicht. Halt da der Klappe, Mensch. Na sowas, Mensch, gebleibt die dammliche Kret einfach hängen. Na wegen Sie, beschabberte Pumuchelskopf. Wegen mir? Ach Mann, ich bin so dünne. Wenn ich eine Silberkrawatte anhabe, wa? Dann sehe ich aus wie ein Fieberthermometer. Wer war das? Wen haben wir da gehört, Fräulein Nürnberg? Das weiß ich leider nicht. Herr Dr. Knut? Ich tippe auf Manfred Lommel. Aber Sie tippen falsch. Ja, ich glaube. Hat niemand mehr einen Tipp? Sie wissen den Namen, aber Sie kommen nicht drauf. Sie dürfen auch nicht antworten, ohne auf den Knopf zu drücken, Herr Fechner. Und Sie müssen auch jetzt sofort antworten, sonst muss ich sagen. Kommt nichts mehr? Nein? Ich darf nicht verraten. Nee, Sie haben ja schon leider falsch geantwortet. Wissen Sie es denn jetzt, ja? Ist auch nicht Valentin, nein? Nicht mal Valentin, sondern Peter Frankenfeld. Ja, der hat ein ungeheures Talent, Dialekte nachzuahmen. Viele andere Talente auch. Pferde für 80. Pferde für 80, das war gut gewählt. Es war kein Pferd, sondern ein Hund, aber er bringt Ihnen 100 Mark als Joker. Pferde für 40. Aus welcher musikalischen Komödie stammt dieses Lied? Ich habe ein kleines süßes Pony, das sein so lieb und klug, sein wie ein Mensch beinah. Es sein ganz schwarz und heiß entschani. Ich sag ihm alles und es nicken immer ja. Herr Fechner.
Katharina Knie? Oh nein, obwohl Sie das einigermaßen richtig lokalisiert haben. Herr Dr. Knut? Zirkusprinzessin? No. Oh. Das liegt zwar auch thematisch richtig. Was bleibt noch? Ich glaube irgendwie das Karneval. Feuerwerk heißt das. Feuerwerk. Tut mir schrecklich leid. Deshalb hat also jeder versucht, gutwillig versucht, und jeder hat den Betrag verloren. Wir machen weiter nochmal mit Fräulein Nürnberg, nicht? Heute das für 60? Ja. Das ist ja wirklich heiter, nicht? Pferde für 100. Sie sehen jetzt hier Lipizzaner aus der spanischen Reitschule in Wien. Die Frage ist etwas delikat. Ist das mittlere Pferd, also das jetzt dritte Pferd von rechts, nicht genau das mittlere, ist das ein Hengst, eine Stute oder ein Wallach? Lipizzaner sind alle Hengste, die in der Schule auftreten. Der Mann weiß Bescheid, ja. Post 40, bitte. Sehen Sie mal, die Post schenkt einem mal was, nicht? Statt Gebührenerhöhung 100 Mark zurück. Post 20. 1861 fand in Frankfurt am Main die erste physikalische Sprachübertragung statt. Aus dem Gerät, das man damals vorführte, ging das Telefon hervor. Wer hat diesen Versuch in Frankfurt durchgeführt? Philipp Reis. Philipp Reis war es. Wissen Sie noch? Kennen Sie den ersten Satz, der durchs Telefon gesprochen wurde? Als ersten Satz haben die wirklich die unvergesslichen Worte gesprochen: Das Pferd frisst keinen Kartoffelsalat. Das war der erste Satz, der in der Welt durch ein Telefon gesprochen wurde. Wird ja heute noch viel Unfug durchs Telefon gesprochen, und davon leben ja die Telefonanstalten und die Posten in der ganzen Welt. Ja, Reis war es aber. Heiteres 20, bitte. Risiko! Einsam führen Sie mit 1.620 Marker, Dr. Knut. Herr Fechner hat 760, Fräulein Nürnberg 720. Wie ist Ihr Einsatz? Sagen wir mal 500, ne? Ja, sagen wir es, gut. Ach, ist das ein Wetterchen heute. Und die Sonne scheint so schön. Ich bin so gut gelaunt. Da wollen wir uns aber auch ja nicht ärgern. Wo sind wir denn dran? Aha, heute haben wir die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum. Und der große, runde, schwarze Raum, der hat zwei Löcher. Das eine Loch, da kommt der Dampf rein. Und das andere Loch, das kriegen wir später. Risikofragen haben zwei Teile. Erster Teil also, wie heißt der Film? Zweiter Teil, wie heißt der Schauspieler? Das ist Paul Henkels in der Feuerzangenbowle. Das ist durchaus in Ordnung. Ja, Pferde 20. Das. Ja. Haben Sie eine Glücksfrage erwischt? Diese Bilder stammen aus den Sommertagen 1960 in Rom, zeigen einen Ausschnitt aus den Olympischen Spielen, und Sie sehen eine weltberühmte Pferdedame auf dem Ritt, der deutschen Mannschaft die Goldmedaille einbrachte. Das Pferd wurde auch Wunderstute genannt, hat gemeinsam mit seinem Reiter außerordentlich viele Erfolge erzielt und gehörte zu den besten Springpferden aller Zeiten. Wie heißt das Pferd? Meteor. Meteor war ja nicht unbedingt direkt eine Stute. Nicht? Ja, ja, ja. Sie haben recht. Das Herr Fechner? Haller mit Hans-Günter Winkler. Haller und Hans-Günter Winkler, das ist richtig. Wir haben Hans-Günter Winkler ja da. Guten Abend, Herr Winkler. Wie geht's Haller inzwischen? Ja, der geht sehr gut. Sie ist inzwischen 30 Jahre alt geworden. Und das ist natürlich ein erstaunliches Alter, aber ich habe gestern noch mit dem Gestützleiter gesprochen. Ich dachte, mit ihr telefoniert. Ich war schon ganz überrascht. Aber sie legt sich noch hin, was also für ein altes Pferd erstaunlich ist, und es geht ihr gut. Kann man das im Menschenalter vergleichen, so mit 100 Jahren? Ja, oder mit das mehr? Kann man wohl. Ja, es ist also 100. 100 kann man ohne weiteres sagen. Wie viele Fohlen hat sie dann noch zur Welt gebracht?
Sie hat also nach ihrem Abtritt 1960, nach dieser Saison, hat sie noch 8 Fohlen bekommen. Wann das letzte? Vor 3 Jahren. Aha. Also als gute 80-Jährige. Ja. Mhm. Haller ist in jeder Hinsicht eine Wunderstute, wie wir merken. Herr Winkler, was ist Ihnen eigentlich als Reiter immer lieber gewesen? Ein gutmütiges Pferd oder ein nervöses? Sagen wir nicht nervös, aber ein kompliziertes Pferd ist mir immer lieber gewesen als ein gutmütiges Pferd, weil also schwierige Pferde meist aber auch gute Pferde sind, weil sie also vielleicht eben ein wenig schwieriger sind, muss man sie länger überzeugen, man muss mehr mit ihnen arbeiten, aber wenn man sie überzeugt hat, hat man das bessere Pferd. Danke für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen, Herr Winkler. Auf Wiedersehen. So, wir haben noch einmal 10 Gewinner. Da ist zunächst Herr Kracht aus 2212 Brunsbüttel, hat 10.000 Mark gewonnen. Und die nächsten 10.000 gehen an Stefan Fürstenwald in Friedrichsdorf. Apelza ist unter den Gewinnern und bei Ihnen 347 Höchster. Und Frau Anni Meyers Konto in Morsum ist um 10.000 Mark höher. Herzlichen Glückwunsch auch an Fritz Blum in, wie heißt das hier? Das konnten wir alle nicht lesen. 4173 ist jedenfalls die Postleitzahl. Genau. Herr Blum, Sie werden schon wissen, wer gemeint ist, gell? Und die nächste Glückliche ist Frau Else Massner in Kassel. Nochmal 10.000 Mark an Herrn Hans-Joachim Regel in 4 Düsseldorf 1. Herzlichen Glückwunsch. Katharina Nadi haben wir vergessen. Die müssen wir nachher dran sagen. Ja, dann sagen wir die noch extra an, nicht? Oder die sagen wir extra an. Die Frau Katharina Nadler haben wir noch vergessen in Gernsheim. So viele Preise, nicht? Sagenhaft. Danke, Beate. Und jetzt machen wir weiter mit Herrn Fechner. A bis Z 40. Aha, das ist also auch keine schlechte Wahl. A bis Z 40, aber da muss doch was passieren. Herr Wolfgang, was ist denn mit Ihnen? Hey, das habe ich gerne in der ersten Reihe sitzen und pennen in der Sendung. Auf, Wolfgang, los, komm. Nein, ich bin nicht dran, aber ich bin verreist hier. Das ist eine ganz andere Abteilung. Komm. Nein, ach so, ja. Nein, ich habe geträumt, ja, ich bin Junge, verreist. Junge. Völlig durcheinander. Donnerwetter noch kurz vor 10. Herrlich. Nein, ich habe nämlich unter mir gesagt, ich habe geträumt, ich bin verreist, weil ich mache jetzt Urlaub, habe ich geträumt. Aber mal Urlaub beiseite, ich muss wirklich mal Urlaub machen, also ich meine Traum beiseite, das ist makaber. Wirklich, ich habe geträumt, ich habe Urlaub und bin zum Reisebüro gegangen, habe gesagt, meine Damen und Herren, Herr Reisebüro, habe ich gesagt, nun machen wir mal Urlaub, wohin, wie hin, wann hin, ist egal, nur Ruhe muss sein. Haben sie gesagt, ja, da haben wir ein Angebot zu machen, da haben wir vor allen Dingen ein wunderbares Vorderzimmer mit Blick auf die, habe ich gesagt, das lassen Sie mal weg, Vorderzimmer mit Blick auf den, und so. Hatte ich voriges Jahr gebucht, Vorderzimmer, hübsches, mit Blick auf Terrasse, Palmen, auf den Meerbusen. Was habe ich gekriegt? Ein stickiges Hinterzimmer mit Blick auf den Hinterhof. Und das Einzige, was ich zu sehen bekommen habe, war der Busen von der Toilettenfrau. Nein, das entfällt, das buchen wir nicht. Sagt er, gut, wenn Süden nicht sein soll, na, dann nicht Süden, dann nehmen wir mal was ganz Normales, nehmen wir mal den Norden. Habe ich gesagt, Norden ist auch schön, ja. Wie geht's dahin? Sagt er, da haben wir wunderbare Bungalows. Ich habe gesagt, ein Bungalow geht nicht mehr, ich brauche nicht mehrere. Aber Bedingung ist Südseite, haben sie gesagt. Geht ich also hingeflogen, war eine herrliche Sache. Im Traum natürlich. Im Traum. Bin geflogen, hab die Schlüssel bekommen, hab's Haus, wunderschönes Haus, aufgeschlossen, bin rein, hab geguckt, war noch alles zu, war ein bisschen windig da, nee, war die Fenster alle. Ich erstmal gleich gerade rüber, rein, Fenster aufgemacht, rausgeguckt. Was war? Richtung Süden. Hab ich gesagt, die haben ihr Wort gehalten. Prima. Links reingegangen, links das Fenster aufgemacht, jawohl, rausgeguckt. Auch Süden. War ich schon ein bisschen stutzig. Hab ich gesagt, auch Süden, gehst du mal nach rechts rüber, wie ich so denke. Was ist denn rechts? Mach das Fenster auf. Auch Süden, da wurde ich ein bisschen verdämmert, möchte ich sagen. Ja, wir sagen, du möchtest mal sehen, wo du überhaupt hergekommen bist, nicht wahr? Zurückgegangen, wieder meine Eingangstür aufgemacht, rausgeguckt, war auch Süden. Und wie ich so gerade über Süden so nachdämmere, da kommen mir so entgegen zwei Gestalten. Ich dachte, Moment mal, das war aber nicht abgemacht. Hier wurde gesprochen von absoluter Ruhe. Schon bist du eine Minute da, kommen zwei und wollen mit dir Skat spielen. Das gibt's aber auf keinen Fall. Und wie ich noch so guckte, sehe ich, was haben die für merkwürdige Pelzmäntel an? Nicht? Und ich denke, merkwürdige Pelzmäntel. Dabei waren das gar keine Pelzmäntel, waren richtige Pelze. Das waren nämlich zwei Bären, einer so, abgebrochener, zwei Bären und da haben sie mich, Herr Tölke, wach gemacht. Ach, und jetzt weiß ich die Farbe der Bären nicht. Und dann macht mich richtig ein bisschen mehr Wölbe. Ja, können wir doch fragen. Wir können die Kandidaten ja, richtig, fragen. Das ist ja auch meine Frage gewesen. Fragen Sie mal die Herrschaften, welche Farbe diese beiden Bären hatten. Na, ist keine Fangfrage, meine Damen und Herren. Nein, also rot waren sie nicht, waren keine Erdbeeren.
Ja, und welche Farbe hatten die Beeren, Herr Dr. Knut? Welche Farbe hatten die Beeren, die er da gesehen hat? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich war so begeistert von der Darstellung, dass ich die Frage nicht... Ein schöneres Kompliment kann man dem Wolfgang ja gar nicht machen. Aber es bleibt dabei, ja? Bei diesem Kompliment. Sie können die Frage nicht beantworten. Ich weiß, die Fragestellung habe ich nicht verstanden und verzichte auf 40 Mal. Das tut mir leid für Sie, aber es freut mich für Fräulein Nürnberg. Fräulein Nürnberg, wie waren die Beeren? Die Beeren waren weiß. Und warum? Weil das oben auf dem Nordpol war in der Arktik. Das musste ja da sein, nicht? Nur am Nordpol hat man nach allen vier Seiten Süden, nicht? Ja, und nun aber. Sie spielen heute aus der Defensive, habe ich das Gefühl, gell? Aber es sind 80. Ja. Wie spät ist es in New York, wenn im ZDF um 19 Uhr die Sendung heute beginnt? Herr Dr. Knut? 3 Uhr nachmittags. Nein. 6 Stunden weniger. Die Frage ist frei, Herr Fechner. 1 Uhr. 1 Uhr ist es dann in New York. 6 Stunden Unterschied. Herr Fechner? A bis Z 60, bitte. Wo dient die Schweizer Garde, Fräulein Nürnberg? Im Vatikan. Im Vatikan dient sie. 65 Mann ist diese Armee stark. Sie dürfen weiter wählen. A bis Z 100. So, gnädige Frau. Danke schön. Ja, auch. Grüß Gott. Bitte. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Aber bitte sehr. Also wissen Sie, die Sache ist so. Meine Frau, das wo das Reser ist, das schickt mir nämlich. Wir haben nämlich beim großen Preis von Wim Tölke mitgespielt. Mit 3 Mark. Aha, und nun möchten Sie einen neuen Einzahlungsschein haben? Ja, später. Aber jetzt habe ich Ihnen was mitgebracht. Wir haben nämlich gewonnen. Ach, da gratuliere ich aber. Ja, im zweiten Rang. Das waren bei uns über 11.000 Mark. Und da ist das Geld drin. Ah, verstehe. Ja. Wir haben da ein bisschen Erspartes noch dazugelegt. Das lag bis jetzt immer unter der Matratzen. Aber meine Frau meint, dass es auf der Bank hier sicherer wäre. Sehr schön. Und nun möchten Sie ein neues Konto eröffnen. Ja, richtig. Ja. Sie heißen? Xaver Hintermoser. Xaver Hintermoser. Mit 2 O, ja. 2 O. Ja, und Sie wohnen? Ja, hier. Hier, ja. Wo ist das? In der Karl-Valentin-Gasse, Nummer 12. Valentin-Gasse. Nummer 12. Ja, und wie viel möchten Sie einzahlen? Ja, alles. Alles. Ja, wie viel ist das? Sie meinen den Betrag? Ja. Ja, das wären genau 11.111 Mark. Aha. Sind Sie mir nicht böse wegen der 11 Mark, aber das hat sich so ergeben. Ja, das macht ja nichts. So, wenn Sie hier vielleicht unterschreiben würden. Ja. Sie, da stimmt was nicht. Wo? Ja, bei den Ziffern. Sie haben da 111.111 geschrieben. Ich habe aber 11.111 Mark. Tatsächlich. Ja. Habe ich mich geirrt. Entschuldigen Sie bitte. Da streiche ich die 1 hier vorne einfach weg. So, mein Herr. Na, das sind ja jetzt 11.111. Ich möchte aber 11.111 einzahlen. Tatsächlich. Ein Irrtum. Ja, ja. Kann ja passieren, ne? Ja, ja. Das ist mir aber sehr peinlich. Bitte schön, mein Herr, so. Ja, jetzt steht da 1111 Mark und 11 Pfennig. Ja, bin völlig durcheinander. Wie schreibt man denn das mit den Ziffern? 11111? Ja, was fragst du doch mich? Ich weiß das schon, aber ich sag's dir nicht. Und Sie wissen's auch, wie man das schreibt in Ziffern. 11111. Na, wissen Sie es, Fräulein Nürnberg? Sehr zuversichtlich, schauen Sie nicht aus. 11.111.11. Sind mir zu viele Einsen. Ist nicht richtig, nee. Jemand da, der sich traut, Herr Fechner? 1221. Ja, 11.111. Ist nicht richtig, Herr Tölke. Herr Tölke. Ja, Herr Gläser. Die Antwort war nicht richtig. Der Kandidat hat gesagt 12211. Habe ich richtig verstanden? Nein. Haben Sie gesagt? 11 habe ich nicht gesagt am Ende. 1221. Ja, das wäre ja, auch das falsch. Wäre auch falsch. Aha. Wäre auch falsch. Vielen Dank, ja. Herr Gläser, dass Sie das so genau und präzise gehört haben. Das ist ja der Sinn eines Oberschiedsrichters, dass er in Ruhe, exakt und objektiv auch Feinheiten mitbekommt. Also 12211 wäre falsch. Aber nun haben wir die Lösung also bereits gegeben. Tut mir leid, gegeben, dass ich davon nicht profitiere jetzt, aber es ist 12111. Ja, müssen wir Ihnen anrechnen. In Ordnung, ist nichts gegen zu sagen. Sie haben eben auch Pech gehabt, als Sie in einer guten Situation waren. Bitte, Herr Dr. Knut.
Geräusche 20. Ja, da werden wir jetzt also eine Geräuscharie erleben, die ganz ungewöhnlich ist. Wir begrüßen ein ausgesprochenes Münchner Original, aber ein Mann, der zu den besten Geräuschimitatoren gehört, die es überhaupt gibt. Sie werden jetzt erstaunliche Dinge hören und ich kann Ihnen versichern, alles, was der Mann macht, macht er ohne jeden technischen Trick. Seien Sie ein bisschen nett zu ihm, er ist nicht gerade gewohnt, in Fernsehsendungen aufzutreten, erst recht nicht hier in Berlin. Guten Abend, Franzl Amberger. Grüß Gott, Herr Amberger, wie geht's? Geht's gut. Langsam. Langsam geht's, gell? Wir brauchen heute mal Eisenbahn. Mhm. Haben wir eine da? Ja. Ja, was denn für eine? Ein Schnellzug. Schnellzug wäre schon recht, ja? Ja. Wohin? Nach Lindau. Also Schnellzug nach Lindau. Jetzt sind wir auf freier Strecke. Gehen Sie mit in das Innere im Schnellzug. Wir fahren zweite Klasse. Über eine eiserne Brücke. Dann fahren wir erste Klasse. Jetzt durch das Tunnel. Wenn ein Gegenschnellzug kommt, ist schon fort. Das war Franzl Amberger aus München. Aber die Frage lautet jetzt nicht, wann der Zug nach Lindau abfährt im München Hauptbahnhof, sondern auf welcher Strecke verkehrte in Deutschland zum ersten Mal eine Eisenbahn? Nürnberg-Fürth. Ja. Geräusche 40, bitte. Risiko. 2.100 Mark sind zu verlieren oder zu verdoppeln, Herr Dr. Knut. Wo jetzt? 1.240 Mark hat der Fechner, 720 Mark voller Nürnberg. Ich riskiere jetzt 200 Mark. Werden Sie vorsichtig. Sie haben sich ausgerechnet, wie das mit den Abständen ist, nicht? Und was passieren kann. Mit 200 Mark nämlich nichts. Welcher Sänger hat dieses sympathische Geräusch zu einem Hit verarbeitet und wie heißt der Schlager? Das war ein sehr sympathischer, schwarzhaariger Sänger, dessen Namen ich vergessen habe. Leider. Das sympathisch freut ihn, dass Sie den Namen vergessen haben, wird er nicht so gerne hören. Die Frage ist wieder frei. Das heißt, sie ist nicht frei, es ist eine Risikofrage. Tut mir ganz schrecklich leid, kann nicht mal ein anderer profitieren. Ich muss die Antwort geben. Ralf Bendix hat das Lied gesungen und es hieß Babysitter Boogie. Dieses süße kleine Mädchen da, das damals in der Wiege so herrlich gelacht und ein bisschen gemeckert hat, ist jetzt eine 17-jährige junge Dame geworden inzwischen. Wie geht's weiter? Herr Dr. Knut, Sie können noch mal ran. A bis Z 20. Naja, die Hälfte der verlorenen 200 Mark ist wieder gut gemacht, dank Joker Wumm. Und Geräusche 60, bitte. Glücksfrage. Dieses Geräusch soll Sie an eine Fernsehsendung erinnern. An welche?
Nun? Ich bin sehr eifriger Fernseher, aber das kenne ich nicht. Dann ist die Frage frei, Fräulein Nürnberg. An 3x9? Ja, danke. Dieses Geräusch hatten wir den Glücksrädern untergelegt. Das war also die akustische Untermalung der Glücksräder, wenn die sich da mit großem Schwung drehten und viel Geld verteilten. Sie haben jetzt 500 Mark gewonnen. Wir haben auch wieder viel Geld zu verteilen. Nämlich 10.000 Mark für Fräulein Ennerau in 898 Oberstdorf. Und für Frau Marisa Knoch in Treusdorf-Sieglar. 10.000 Mark hat auch Fritz Hoffmann gewonnen, der in 68 Mannheim 1 wohnt. Und die vierten 10.000 gehen an Maria Hörger in Sontheim. Agnes Langner ist unter den Gewinnern. Sie wohnt in 599 Altena. Und nochmal an Herrn Manfred Schof in Loma. Herbert Markwort in Bielefeld hat 10.000 Mark gewonnen. Und Dicky Trapp in Offenbach. Herzlichen Glückwunsch. Und nun sind Sie auf 1220 Mark herangekommen. 1240 hat der Fechner, 1940 hat Dr. Knut. Geräusche 80. Oje, nun werde ich Ihnen etwas vorspielen, mit einem ganz einfachen Instrument, meinen beiden Händen. Ein Lied und Sie sollen das erkennen. Hören Sie bitte gut zu. Ein Kinderlied. War die erste Strophe. In der zweiten bin ich besser, aber wenn Sie es jetzt schon wissen sollten. Ich und du, wer bist du? Ich und du im Modenschein. Nein, nein, nein. Herr Dr. Knut? Händchen klein. Ja, Händchen klein. Nein, an größere Sachen traue ich mich da gar nicht ran. Ich habe ja nur die Notenwerte zu klatschen versucht. Ja, Geräusche 100 ist ja noch übrig, ne? Was bedeutet dieses Zeichen? Hören Sie doch mal hin. SOS. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das ist richtig. SOS, der internationale Notruf. Save our souls, rettet unsere Seelen. Das ist also die zweite Runde vorüber und wir haben Herrn Dr. Knut als Erstplatzierten mit 2020 Mark, dann folgt Herr Fechner mit 1260 Mark und Fräulein Nürnberg hat sich unheimlich an die Tabellenspitze herangearbeitet und hat inzwischen 1220 Mark auf ihrem Konto. Damit können Sie also jetzt alle drei eigentlich beruhigt in die dritte Runde gehen. Ich bin gespannt, wer nun diesmal Champion werden will. Ja, und ansonsten, ich sollte noch sagen. Der Fechner hat eben einmal gesagt, 1 Uhr, als nach der Zeit gefragt wurde, die in New York ist, wenn es also beim ZDF 19 Uhr ist in Deutschland. Aber der Sprachgebrauch ist unterschiedlich in verschiedenen Gegenden Deutschlands. Die einen sagen 13 Uhr, die anderen sagen 1 Uhr. Wir hatten ja schon vorher gesagt, früher. Und 1 Uhr, 6 Stunden früher, damit kann nur 13 Uhr gemeint sein. Ich glaube, wir sind uns darüber alle einig. Ich wollte Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie oft so sehr aufmerksam sind, nur ein paar Briefe an uns ersparen. Dankeschön. Ja? Aber trotz des Beifalls bin ich jetzt ein bisschen unruhig geworden. Es ist so still hier. Ich habe also immer das Gefühl, in dem Augenblick hier kommt diese schreckliche Geisterstimme oft. Die Tölke schreit. Und nun ist sie gar nicht da. Hey, was ist denn los mit euch? Warum lasst ihr überhaupt nichts von euch hören? So kenne ich euch ja gar nicht. Wumm. Wir wollten dich nicht erschrecken. Erschrecken? Ach so, das finde ich ja sehr rücksichtsvoll von euch. Aber Kinder, ihr müsst mich schon rufen, das war ausgemacht, gell, nicht? Wem? Ja? Tölke! Das ist ja direkt Umweltverschmutzung, so ein Kram. Und wir wollten dir doch nur ein frohes, erfolgreiches und neues, jawohl, ein besonders neues Jahr wünschen. Danke gleichfalls, nicht? So ganz neu ist es ja gar nicht mehr. Aber dann wollten wir dich fragen, was willst du im neuen Jahr für gute Taten tun? Taten tun? Taten tun, naja. Also, ich werde einer alten Dame über die Straße helfen, wisst ihr ja nicht? Und? Und? Na und, da helfe ich halt noch einer alten Dame über die Straße, ist doch ganz hübsch. Und? Und? Na ihr mit euren und. Ich werde halt das ganze Jahr über alten Damen über die Straße helfen. Aber jetzt frage ich euch, was habt ihr denn für gute Vorsätze fürs neue Jahr? Bitte. Tja. Tja. Na sagt schon.
Also, wir wollen... Lass mich es sagen. Nein, ich will es sagen. Ich kann es auch sagen. Also, ich hab Zeit. Der will immer alles sagen. Also, eigentlich ist ja doch gar irgendwie. Nicht wahr, du Olle Töle. Was hast du gesagt? Olle Töle. Olle Töle. Also, immer Olle dieser Krach zwischen Olle euch. Olle Töle, Olle Töle, Olle Töle. Ja, Weidmannsheil, hm? So, darf ich die verehrten Herrschaften jetzt bitten, sich zu ihren guten Vorsätzen für das neue Sag Jahr zu äußern? Sag du's. Wir wollen immer ganz lieb zueinander sein. Jawohl. Na, da strengt euch aber an, dass ihr das nicht vergesst. Nein, nein, wo denkst du hin? Und außerdem nicht vergessen. Einzahlungsschluss für den großen Preis. Samstag in 8 Tagen. Pass nur auf, ihr beiden. Ja, wir haben also noch immer noch 17.000 Mark Gewinne zu verkünden. Und ich habe gerade eben gehört vom Herrn Behrendt, diesem großen Jazz-Experten, dass einer der 10.000 Mark Gewinner, Herr Schwurf aus Lohmar, einer unserer berühmtesten Jazzmusiker ist, Herr Behrendt. Stimmt's, ja? Einer der beste deutsche Jazz-Trompeter. Na herrlich, da freuen wir uns. Musiker können 10.000 Mark immer gut gebrauchen. Herzliche Glückwünsche. Na, diesmal sind es Fritz Fliege in 46 Dortmund Applerbeck, da ist mein Opa geboren. Und Martina Marten in 67 28 Germersheim. Herr oder Frau G. Nüssmer in Oberhausen Osterfeld. Und die nächsten 10.000 gehen an Evelyn Böhm in Coburg. Therese Kranner hat 10.000 Mark gewonnen, sie wohnt in 8411 Hochdorf. Und Anni Böhnlein in Frankfurt hat 10.000 Mark auf ihrem Konto. Bruni Ringling in 7752 Reichenau ist die letzte 10.000 Marks Gewinnerin und die 31. dieser Sendung. Wir gratulieren allen ganz besonders herzlich. Wir kommen zur dritten entscheidenden Runde. Spielstand 2020 Mark für Herrn Dr. Knut, 1260 Mark für Herrn Fechner und 1220 Mark für Fräulein Nürnberg. Die Kandidaten werden in ihren Kapseln abgeschlossen. Ich bitte Sie, die Kopfhörer aufzusetzen. Sie sollen sich jetzt konzentrieren können, denn jetzt geht es ja darum, mit 3 richtig beantworteten Fachfragen entweder das Kapital zu verdoppeln oder es alles zugunsten der Aktion Sorgenkind verfallen zu lassen. Fräulein Nürnberg, Sie haben mit 1220 Mark den geringsten Kontostand. Wir beginnen mit Ihnen. Ist mit allen 3 Kandidaten die Verständigung gut? Ja. Herr Dr. Knut, Herr Fechner, einmal frei. Gut, Fräulein Nürnberg, Fragen zum Thema Charlie Chaplin, es geht ja jetzt wirklich um alles, nicht? Werden Sie zum dritten Mal Champion oder scheiden Sie jetzt aus? Umschlag 1, 2 oder 3? 3. Aller guten Dinge sind 3, gell? Oh, jetzt bin ich auch gespannt. Ich auch. Außerdem auch noch riesenlange Fragen, ganz lange Fragen. Ich beginne mal vorzulesen. Lese Ihnen also einige Sätze aus Kritiken zu 3 verschiedenen Chaplin-Filmen vor und Sie nennen mir die Titel dieser Filme. Die erste Kritik aus dem San Francisco Call and Post. Der Film versetzt Chaplin, heißt es da, in einen Traum, in dem er eine Serie von prähistorischen Schwierigkeiten durchlebt, die selbst den stärksten Steinzeitmenschen entmutigen könnten. Die zweite Kritik aus der New York Herald Tribune. Der Höhepunkt in jeder Beziehung wird erreicht, als Charlie gezwungen wird, den Platz des Helden einzunehmen, der ein Drahtseilartist ist. Und die dritte Kritik aus der New York Times, ich vermisse Kritik bei der Kritik hier, sind so mehr Inhaltsangaben, aber sind also Originalzitate. Chaplin ist zum Schreien komisch, wenn er vergeblich versucht, die Mysterien eines zusammenklappbaren Liegestuhls zu ergründen. Im Übrigen verlässt er sich auf die Effekte der Sehkrankheit eines Ford-Automobils und ruckzuck Slapstick. Haben Sie die Frage richtig aufgenommen? Ja. Noch Fragen dazu? Nein. Dann läuft jetzt die Zeit und ich bitte um die Antworten. Ja, der erste Film ist His Prehistoric Past, der zweite Film ist The Circus und der dritte Film ist A Day's Pleasure. Ja. Gerettet, gerettet, aber noch keineswegs Champion, nicht? Nun haben Sie das Kapital gerettet, die beiden Herren sitzen ja noch da. Bester Absicht zu gewinnen. Herr Fechner, Frage Nummer 3 auch. Wenn schon mal einer mit Nummer 3 Glück hat oder einen, dann meinen Sie,
wäre das ein gutes Omen. Wir sind alle drei Stier. Alle drei Stiere, ja? Ich bin der Vierte. Was haben wir denn für ein Horoskop heute? Ich habe das... Alle drei Stiere, ja? Ich habe das Horoskop der Stiere mir heute abgeschrieben, weil ich wusste, dass Fräulein Nürnberg ein Stier war. Lassen Sie sich durch nichts nervös machen. Alles sehr gewissenhaft erledigen. Legen Sie jedes Wort auf die Goldwaage. Seien Sie abends nicht zu ernst. Suchen Sie fröhliche Gesellschaft. Das passt, nicht? Wir vier Stiere hier. Also wieder eine dreiteilige Frage. Ich lese Ihnen im Zusammenhang vor. In welcher Unterfamilie der Kakteen gehört die Gattung Tatzinga? Zweiter Teil. Wo wachsen die größten Kakteen, Opuntia, dieser Unterfamilie? Frage C oder 3. An welchem Merkmal kann man auch in nicht blühendem Zustand diese Unterfamilie von allen übrigen Kakteen unterscheiden? Die Frage voll aufgenommen worden bei Ihnen. Ja, die mittlere, die größten. Wo wachsen die größten Kakteen dieser Unterfamilie? Also in welcher Unterfamilie der Kakteen gehört die Gattung Tatzinga und wo wachsen die größten Kakteen? Opuntia steht in Klammern, dieser Unterfamilie. Ja. Dann läuft jetzt die Zeit. Ja, die Unterfamilie Opuntia, die hatten Sie selbst schon gesagt. Die größten Opuntien wachsen in Südamerika, in den Anden. Oh, die dritte habe ich wieder vergessen. Es geht von Ihrer Zeit ab. An welchem Merkmal kann man auch in nicht blühendem Zustand... Herr Töke, diese, ja? An den Gliedern. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich muss mich einschalten. Wir müssen leider eine Ersatzfrage nehmen, weil Sie bei dem Kandidaten einen Hinweis gegeben haben auf die Antwort. Ja, den habe ich also nicht absichtlich gegeben. Der steht hier auf den leider drin, nicht wahr? Tut mir schrecklich leid, Herr Fechner, aber ich glaube, das ist für Sie gar nicht mal ein Nachteil. Wir haben ja glücklicherweise Ersatzfragen da. Und ich hatte den Eindruck, als wenn Sie mit diesen Fragen ohnehin nicht so sehr... Ja, ich hatte es schon hier stehen. Ja, hatten Sie schon stehen. Umso besser. Welchen Umschlag wollt ihr denn jetzt nehmen? Sollen Sie doch nochmal sehen. Nehmen wir zwei, gut. Im Mittelmeergebiet wird eine Vielzahl von Kakteenarten als Zierpflanzen kultiviert. Manche sind auch aus den Kulturen verwildert, Feigenkakteen zum Beispiel. Welche Kakteen sind im Mittelmeergebiet einheimisch? Frage 2. Wo etwa liegen Nord- und Südgrenze des natürlichen Vorkommens von Kakteen? Und dritte Frage. Bis in welche Höhenlage kommen Kakteen im Gebirge vor? Ja. Alles verstanden worden? Ja. Am Mittelmeergebiet sind keine Kakteen endemisch, also einheimisch. Der nördlichste Verbreitungspunkt ist der Peace River, 56. Breitengrad in Kanada. Die südlichste, die Magellanstraße, 54. südliche Breitengrad. Hey. Und die höchsten Kakteen, die Angaben schwanken zwischen 4.500 und 4.800 Meter. Na, aber er sitzt sicher auf den Kakteen, was? Ganz exzellent und Kompliment. Das Kapital ist verdoppelt. Herr Dr. Knut, jetzt entscheidet es sich, nicht? Wer Champion wird an diesem Abend? Eins, zwei oder drei? Ich würde sagen drei. Drei. Drei Fragen zum Thema Geschichte des Jazz. Frage Nummer eins. Musiker wie Charlie Mann, Shorty Rogers, Jimmy Jufre, Chet Baker und Jerry Mulligan, um nur einige zu nennen, leitete in Kalifornien eine neue Richtung im Jazz ein, die sehr melodiös und kontrapunktisch angelegt war und vorwiegend von Weißen gespielt wurde. Wie heißt diese Stilrichtung? Erster Teil. Frage 2. Wann hatte dieser Stil seine Blütezeit? Und Frage 3. Wie hieß die darauf von Clifford Brown, Sonny Rollins, Max Roach und Miles Davis angebahnte, rhythmisch intensive und sehr expressive Gegenbewegung? Ist die Frage voll verstanden worden? Die Zeit läuft. Bei der Bewegung an der Westküste heißt, oder in Kalifornien, handelt es sich um West Coast Jazz. Zweite Frage. Der West Coast Jazz hatte seinen Höhepunkt Mitte bis Ende, oder in der 56, 57, Mitte bis Ende der 50er Jahre. Sagen wir lieber Mitte, denn die Gegenbewegung an der East Coast, die man Hardbop oder Funkstyle nennt, kommt dann so gegen 58, 59. Herr Behrendt lächelt über sein ganzes erfahrenes Gesicht. Das heißt, die Antwort war perfekt. Wir haben einen neuen Champion.
Herr Knut, herzlichen Glückwunsch. 4.040 Mark plus 1.000 Mark aus der Vorrunde sind 5.040 Mark. War doch war anstrengend, nicht? War ein heißer Tag, ne? Herr Fräulein Nürnberg hat uns allen so viel Freude gemacht und sie war eine so sympathische Mitspielerin, dass wir sie also nach der dritten Mitwirkung, die ja wieder voller Charme und voller Reize für uns alle war, mit viel Beifall entlassen. Viele Bücher zum Thema Chaplin und bei Herrn Fechner gibt es auch einen Koffer voller Bücher über die vielen schönen Kakteen. Fräulein Nürnberg hat mir gesagt, Sie hatten noch so viele Fachgebiete, dass sie sich ganz gewiss irgendwann wieder bewerben will, um in einem ganz anderen Sachgebiet bei uns nochmal zweimal Champion zu werden. Tschüss und Wiedersehen. Sehen wir uns wieder? Ja, ich würde sagen, Februar, haben Sie Zeit? Ja, ja, im Februar habe ich noch Zeit. Noch? Dann müsst ihr nicht verlieren, ich müsste dann auch mal verreisen. Irgendwo. Ach so, naja, also Februar, März machen wir, nicht? Ja, ja. Wir freuen uns auf Sie. Wiederschauen am 13. Februar. Am Schluss verbleibt mir also noch die vergnügliche Aufgabe, vier Menschen um 100.000 Mark reicher zu machen. Die letzten Preise, die in dieser Sendung vergeben werden. Gewonnen haben je 100.000 Mark. Annemarie Meyer in 6451 Froschhausen. Gerhard Harzheim in 5 Köln 80. Josephine Zernig in 4571 Brockstedt oder Brockstedt. Und H. Siemen in 427 Bocholt. Viel Spaß mit 100.000 Mark. Na? Ich würde mich sehr freuen, meine Damen und Herren, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind, entweder als Zuschauer beim Großen Preis oder, was mich noch mehr freuen würde, auch als Gewinner. Bis dahin, tschüss, Wiedersehen.